einen wunderschönen 12. Dezember Halbzeit in dieser kleinen Serie Schnellgings, muss ich sagen. Meine Empfehlung für den heutigen Tag als Zubehörprodukt ist ein Spielecontroller. Jetzt wirklich. Jetzt kann man den wirklich kaufen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich das seit 5 Jahren sage, aber dieses Jahr nun wirklich, weil iPadOS und iOS 13 Controller von Sony und von Microsoft unterstützen. Und damit haben wir proper, also wirklich Controller-Support jetzt für App-Store-Titel, die ihr auf dem Apple TV spielen könnt, auf eurem iPad oder auf eurem iPhone. Es gibt natürlich auch PS4 Remote Play, es gibt Steam Link. Das sind zwei nette Geschichten, die auch so Controller-Support benötigen. So, proper Controller-Support. Bei den Microsoft-Controller, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man auch den richtigen kauft. Am besten schaut man auf die Packung und schaut auf den Zusatz, auch mit Windows-kompatibel, dann müsste das meistens funktionieren. Es gibt relativ viele Videospiele im App Store, die sich bereits mit Controller steuern lassen. Auch einige Titel in Apple Arcade. Ich habe so ein paar Listen entsprechend mal verlinkt. Und deswegen meine absolute Empfehlung für dieses Jahr, nun wirklich, nun ernsthaft, Spiele-Controller für App Store-Spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.